Ja, hallihallo und willkommen zurück zu Black Mirror 2. Ich bin Xteria und ich begrüße euch. Ja, es ist schon einiges passiert. Jetzt haben wir uns allerdings in diesem Museum einsperren lassen. Und das wirklich mit Absicht, weil Darren hat eine bestimmte Absicht. Ja, ich wiederhole mich. Und zwar will er sich die Chronik klauen. Hatten wir das schon mit der Chronik? Das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Wir müssen nochmal gucken, was unsere aktuelle Aufgabe ist. Aus dem Museum ausbrechen. Wir müssen wieder aus diesem Museum raus. Und das werden wir auch gewiss tun. Es ist nur die Frage, wie. Das müssen wir jetzt mal erforschen. Ich weiß, das Einzige ist hier so dieses Kippfenster, was wir haben. Was allerdings mit einer Alarmanlage bestückt ist. Und könnte nicht ganz leicht werden. Und der Häcksler wird, glaube ich, auch eine wichtige Rolle spielen. Wir schauen mal, was Darren dazu sagt. Immer noch der gleiche, seltsame Häcksler wie gestern. Das Fenster scheint meine einzige Fluchtmöglichkeit zu sein. Nur leider etwas hoch. Ja, und ich glaube, da wird der Häcksler helfen. Der Häcksler sieht ziemlich gefährlich aus. Ich würde mich da nicht einfach so draufstellen. Okay, du willst da also nicht einfach so draufstellen. Ich nehme an, dann brauchen wir so eine Art Plattform. Ein Brett oder sowas. Aber wir sind doch hier im Museum. Hier sollte es da irgendwas geben. Ja, so wie da. Die Holzplatte. Perfekt. Eine ganz normale Holzplatte. Sie ist Teil der Nähmaschine. Ja, und wie für uns gemacht. Es wird bestimmt niemandem auffallen, wenn die Holzplatte fehlt. Nein. Ich nehme sie mit. Ob es nur auffällt, wenn sie nachher auf diesem Häcksler liegt? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube nicht, dass wir das alles nachher wieder zurückpacken können, weil wir brechen ja schließlich aus. Ja, dann packen wir dieses Holzbrett mal auf diesem Häcksler. Und schon haben wir eine Plattform, und am Fenster ranzukommen. Der Häcksler ist abgedeckt. Sehr gut gemacht. Heulwegelschirn. Ich wollte sagen, gut gemacht, Darren. Und jetzt ab. Ich hoffe, dass die Alarmanlage doch jetzt kein Hindernis sein wird. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie sie... Aha. Da sind zwei Metallstreifen. Einer an der Wand und einer am Fenster. Das dürfte eine ziemlich einfache Alarmanlage sein. Sobald man das Fenster öffnet, wird der Kontakt unterbrochen und der Alarm geht los. Ja, und wir müssen diesen Kontakt irgendwie... konstant halten, und ich wüsste allerdings nicht, wie. Sobald ich das Fenster öffne, ist der Stromkreis unterbrochen und der Alarm geht los. Ich muss diese beiden Streifen überbrücken. Das sind nur 2 bis 3 Zentimeter. Nee, geht das damit? Diesen Einbruchswerkzeug? Ich meine, das geht mit Tom bestimmt nicht wieder. Nein. Metallstange? Eventuell? Nein. Ja. Womit denn? Hier ist auch kein Hinweis. Ja, nee, der Rest der Nacht zu verbringen, das wissen wir ja, weil wir uns noch mit Angelina treffen wollen. Wir kriegen jetzt keinen Hinweis darauf, wie wir was das machen können. Das ist ja echt super. Also die Metallstange und das Einbruchswerkzeug hilft uns gewiss nicht weiter. Runterklettern und Knopf und so, und was ist das denn? Ich glaube, wir brauchen irgendwie ein Stück Gabel oder so. Weiß nicht. Weiß wirklich nicht. Eieiei, wir müssen uns im Museum umgucken. Vielleicht finden wir ja was, was wieder so offensichtlich war wie mit diesem Brett. Na los, Darren. Was machst du denn da mit mir? Irgendwas, um das zu überbrücken. Ha. Metall? Also Mülleimer? Kaum etwas drin. Kein Wunder, so wenig wie hier immer los zu sein scheint. Ich sehe ein Taschentuch, einige Zettel und ein Kaugummipapier. Nimmst du dies mit? Kaugummipapier. Das Kaugummi. In Alupapier eingewickelt. Fehlt nur noch eine Heftklammer und ich könnte eine Atombombe bauen. Fenster, Schrank.
Vielleicht hilft uns schon dieses Stück Kaugummi. Wollen wir mal gucken. Geh mal drauf da. Sobald ich das Fenster öffne, ist der Stromkreis unterbrochen und der Alarm... Ja, 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 was wissen wir, Darren? Probier's mal mit diesem Kaugummi. Da soll noch einer sagen, Filme bilden nicht. Das sollte reichen. Der Strom wird durch die Alufolie geleitet, auch wenn ich das Fenster öffne. Echt jetzt? War das so easy? Fuck, tatsächlich. Das ging gut. Ich sollte... Nicht schon wieder! Über 100 Jahre schon holt der Fluch sich seinen Sohn. Stets Macht verleiht er seinem Blut, weckt in ihm besessene Wut. Niemals stand er vor Gericht, niemals ist ein Ende in Sicht. Was? Was haben Sie gesagt? Woher kennen Sie dieses Gedicht? Die Waldgeister haben es mir geflüstert. Waldgeister? Was soll der Blödsinn? Geister in Gewändern. Sie haben weiße Horrorfratzen. Hm. Im Wald. Bei der Geisterbiene. Das war doch bestimmt der Orden. Hey, warten Sie. Gehören Sie zum Orden? Hallo? Ei. Das war das Gedicht, das Reginald Boris bei sich hatte. Er gehörte vermutlich zum Orden. Und der Penner meinte, er hätte das Gedicht bei der Mine gehört. Da sollte ich mich mal umsehen, bevor ich mich mit Angelina treffe. Ach, Menno, ich dachte, wir treffen uns jetzt mit Angelina. War das nicht irgendwie 23 Uhr an so einem bestimmten Turm oder so? Was ist das hier also? Was? Verdammt! Was ist mit mir los? Wenn ich abergläubisch wäre, würde ich sagen... Ein paar Geister hätten versucht, Kontakt aufzunehmen. Da ich aber ein rational denkender Mensch bin, muss ich davon ausgehen, dass ich den Verstand verliere. Großartig. Bist du wirklich so rational, wie du sagst, Darren? Na ja. Hoffentlich sind es nur der Schlafmangel und die Erschöpfung. Und deswegen gefällt mir die Sache nicht. Mir gefällt es auch nicht. Oh oh. Aber es war richtig, ihn zu schicken. Ordensmitglieder. Ich muss mich verstecken. War das jetzt richtig? Ich hätte nie gedacht, dass es solche Ausmaße annehmen würde. Als das Grab geöffnet wurde und der Junge nicht drin lag, habe ich geahnt, dass es so kommen würde. Aber er war so lange weg. Kann es nicht sein, dass der Fluch keinen Besitz von ihm ergriffen hat? Sie ist da anderer Meinung. Sonst hätte sie nicht versucht, ihn gefangen zu halten. Psst, da kommt sie. Nein. Wir haben uns überlegt, dass wir uns heute direkt in der Mine treffen. Wegen des Wetters. Ist Ihnen das recht? Es spielt keine Rolle. Ich hätte es mir denken können. Miss Valley steckt dahinter. Sie ist die Schwester des kleinen Wixie, hat sich geradezu fanatisch mit dem Thema beschäftigt. Und natürlich kannte sie als Bibliothekarin die Geschichte des Ordens. Sie muss einige Leute aus dem Dorf davon überzeugt haben, aktiv zu werden. Dann haben sie sich aus irgendeinem Grund auf mich eingeschossen. Und diese Miss Valley geht über Leichen, da bin ich mir sicher, ob Angelina ihr im Weg stand. Ich muss es erfahren. Miss Valley... Hallo? Der ist... Bist du krank, Junge? Nein! Du wirst sowas von erwischt, das glaub mir mal. Ah, Nervenkitzel pur gerade. Aber es ist sehr interessant. Was hat das zu bedeuten? Warum dieses Treffen? Weißt du etwas Neues von Reginald? Was ist mit dem Mädchen? Ist sie wirklich wieder hier? Hast du was aus Wales gehört? Es gibt schlimme Nachrichten. Bruder Reginald ist tot. Was? Oh mein Gott! Aber es ist nicht die Zeit zu trauern. Das Mädchen schnüffelt immer noch herum. Und noch schlimmer, er ist uns entkommen. Wie kann das sein? Was tun wir, wenn er dahinter kommt? Ruhe! Die Gefahr ist nah. Sehr nah. Beide
Das Mädchen und unser amerikanischer Freund können alles zunichte machen, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Wir sind gezwungen, drastischere Maßnahmen zu ergreifen, fürchte ich. Aber wir können doch nicht... Wir haben keine andere Wahl. Besser, ich verschwinde hier. Was war das? Ist da jemand? Er ist es! Haltet ihr das Tor! Das Bleib Tor! Ruhig. Lass dich nicht entkommen! Wir wollen dich nicht verletzen. Pass doch auf! Oh nein, nicht zurück in die Mine, Junge! Du hast doch keine Chance! Oh nein. Haltet ihn! Lass ihn nicht entkommen! Verflucht! Öffnet das Tor! Na los, lauf, lauf, lauf! Seite! Na los, Beeilung! Wir müssen es schließen. Da, schließ es! Tut uns leid. Nein! Ah, Scheiße. Okay, Leute, jetzt wird's ein bisschen an automatische Speicherung. Okay, ich gehe auf nicht hier auf Let's Play. Sonst haben wir das alles nochmal. Und jetzt lauf. Ich Tut uns leid, ich kann nicht laufen. Nein! Ah! Ha. Der läuft nicht weg. Nee, seht ihr? Ich kann nichts machen. Tut uns leid, Darren. Aber wir können es nicht zulassen. Nein! Ich kann nicht agieren. Ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt schaffen. Jetzt muss ich überlegen. Wir sind in dem Bunker. Zurücklaufen können wir nicht. Dann müssen... Nein, oder? Machen wir... Ah, die Tür zu. Ich dachte, das wäre einer von den Hebeln gewesen. Ich kann sie nicht ewig zuhalten. Nee, aber wir haben eine Metallstange. Sehr gut. Und jetzt? Verdammt! Was? Verdammt! Komm schon, irgendwie ging die verdammte Tür da. Ja, hiermit. Okay. Was nu? Los, wir müssen sie aufbrechen. Benutzt die Hebel. Was nun? Ach, keine Chance. Ich habe keinen Halt und ich kann mich nicht hochziehen. Okay. Schlauch? Wasser einlassen. Die eine Hälfte des Schlauchs. Keine Ahnung, wer sie zurückgeräumt hat. Egal, nimm mit und dann... Hä? Ah, okay. Ich dachte, wir hätten jetzt nochmal fluten können. Keine Chance. Wo und wie sollte sich der Schlauch verhaken? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hab Eisenstange. Eine Eisenstange. Vielleicht kann ich mir damit die Kerle vom Leib halten. Okay, und nun? Okay. Also wir haben jetzt nur... Ah, okay, kombinieren. In Ordnung. Ich knote den Schlauch mittig an der Stange fest. Okay. Und das können wir damit jetzt einhaken, oder wie? Vielleicht funktioniert's. Wow. Ja, die Stange hat sich oben quer über den Ausgang gelegt. Ja, hör auf zu labern und kletter hoch. Da ist er! Schieß! Zu spät! Haltet ihn! Ich komme immer noch hinterher. Was?
Oh Gott, jetzt muss ich den Weg zurück kennen. Oh wei. Ja, nimm den Hebel da mal weg. Also durch dieses schwere Gitter folgen sie mir bestimmt nicht. Trotzdem sollte ich lieber schnell raus hier. Okay. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, wo lang. Ich klicke einfach jetzt mal und gut Glück und sehen wir nochmal. Ich habe keine Ahnung. Boah, das stinkt. Ja. In diesem Abschnitt stinkt's besonders schlimm. Okay, das war's hier nicht. Da. Okay, hier sind wir richtig. Nach oben. Hier ist eine Eisenleiter an der Wand. Das war doch abgeschlossen, oder? Nein, wir kommen da nicht raus. Am Ende der Leiter ist eine Metallabdeckung. Dann da. Ah, hier. Angelinas Zimmer. Ups. Oh! Hi, Mary! Was soll das hier werden? Der Gestank ist im gesamten Hotel zu riechen. Packen Sie sofort Ihre Sachen und verschwinden Sie! Ich habe noch etwas sehr Dringendes zu erledigen, Mary. Ich mache auch so schnell ich kann und ich verspreche, es kommt nicht wieder vor. Sicher nicht. Oh, mein Adrenalin. Also schön, hier bin ich. Was wird gespielt? Okay, keine Antwort. Hohes Gras, Rechtturm. Angelina, wo versteckst du dich? Angelina! Angelina? Ja, die bleibt nur auf das große, hohe Gras über. Komm endlich raus und zeig dich! Nochmal. Ich würde doch alles für dich tun! Warum hast du mir nicht einfach die Wahrheit gesagt? Oh nein! Was? Ups. Angelina! Nein! Scheiße. Wir haben das 5. Kapitel geschafft. Ich bin gerade noch so hin und weg. Die Vision, die er gerade hatte. Habt ihr das letzte Bild gesehen? Krass. Hat da gerade jemand fotografiert? Wo bin ich? Irgendwas stimmt hier nicht. Hä? Grabstein. Da steht Fuller. Was hat Fullers Grab hier zu suchen? Ah, das ist eine Version. Du Waschlappen. Dich werde ich fertig machen. Das wollen wir doch mal sehen!
das denn? Habe ich einen Geist gesehen? Krass. Leute, es wird immer spannender. Aber wie es jetzt weitergeht, um was sich in diesem Gebäude befindet, was da so blitzt, das sehen wir in der nächsten Folge von Black Mirror 2. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, like, kommentiert die ganze Sache. Darüber würde ich mich freuen. Und wenn du neu dabei bist, dann vielleicht lässt du ja auch ein Abo da. Bis dahin. Tschüss.